Thank you.
mal erwähnen, wie es uns aufgeschrieben steht, im 138. Psalm. Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen. Dir will ich meine Loblieder singen. Dich will ich anbeten im Gottesdienst. Dein Name will ich verehren für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich zu dir bat, noch Wort, erhörst du mich und gibst meiner Seele neue Kraft. Dafür, dass dein Wort zuverlässig ist, danken dir sogar mächtige Herrscher auf der Art dies her. Sie singen von deiner Herrlichkeit und von deinen Waren, die du führst. Denn du bist hoch und gewaltig und übersiehst doch die Klemm und Niedrigen nicht. Und die Stolzen können sich für dir nicht verstecken. Wenn ich mitten in der Angst lag, gibst du mir meinen Mut. Du streckst deinen Arm gegen meine Feinde und kämpfst für mich mit deiner rechten Hand. Du wirst meine Sache zum Ziel bringen. Deine Güte ist ohne Maß und Ende. Amen. Eine geheimnisvolle Weissagung
oder vom Heiligen Geist trägt, ob ihr nicht eher von der Wand gehen, eher Messias vom Herrn gesandt. Und wie nun der Josef und der Maria ihren Sohn in den Tempel brachten, so kommt auch alle Simeon auf sie zu. Der Heilige Geist hat ihnen gezeigt, dass Itze das alle Versprachen in Erfüllung geht. Er nahm das Kind in seine Arme und sagte großes Dankgebet. Herr, du hast sich dein Versprachen erfüllt und ich kann in Frieden von deiner Welt gehen. Meine echten Ahnen haben dein Heiland gesehen, dann du für alle Welt geschickt hast. Arm ist das Licht, das alle Menschen und Völker heil macht und dein Israel wieder aufrichten wird. Ja, mit Staunen und Wundern hörte Maria unter Josef sein Gebet. Und dann hob er seine Arme zum Segen und sagte über Maria: An deinen Sohn wird sich entscheiden, war in Israel fällt und war auferstehen. Er ist ein Zeichen von Gott, an das sich mancher stoßen wird. Wie ein Schwert geht's durch deine Seele, aber dann wird sich's weisen, wie die Menschen daglich denken. Dann kommt auch noch eine alle Frage, Anna, die Gottes Willen erkannt hat und weiter sagt, eine Witfrau von 4 Jahren. Die kam gar nicht mehr vom Tempel weg und labt ganz für ihren Herrgott. Die stimmt ab im großen Lobgesang ab und erinnert an die großen Gottesfahrten zu. Amen. Gekreuzigt, gestorben und begraben.
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ins Gebirg kommt, da seien meine Gedanken Arbeiter Tante Lisbeth. Über 40 Jahre ist es schon in der anderen Gotteswald drin. In meiner Kindheit wohnt sie bei uns im Haus, ganz um unterm Dach in der Eberstube.
Wenn ich von der Tante Lisbeth erzähle, vertritt meine Frau aber geahnt, weil die Tante Lisbeth vielleicht in mir nicht zu viel Arztgebirgslied eingepflanzt hat, sodass ich meine Frau gar nicht gerne verlasse. Aber ich denke an das anders. Immer Enddorf von Aschenabend stellt die Tante Lisbeth auf ihrer Kommut eine Engelkapelle an. Kleine Engel, ein paar mit Instrumenten, ein paar mit Liedbladen in der Hand. Für der Kapelle und dann Chor, da stand der Petrus und dort die Regier. Seit aller Zeit weiß ich, Engel tun Sinn. Dass der Petrus ein Kapellmeister oder ein Liedermeister ist, das habe ich zwar noch nirgends in der Bibel gefunden, aber schön sieht er aus. Und irgendwie hält er dann Chor und die Instrumente zusammen. Damals war der Tante Lisbeth ihre Kapelle und auch auf der ein wenig zusammengewerfelten Kapelle, die auf unserem Liedlein abgedruckt ist. Da gehen die Engelorden wild durcheinander. Da sei welche von Wenden Kühn und von Blank dabei, aber auch Olbermhauer und Seifer, alle möglichen Instrumente und Sänger, ein buntes Bild, an dem der liebe Gott bestimmt seine helle Fred. Denn alle wasen miteinander ihm die Ehre gab. Und das ist nur ganz richtig, das lasen wir in der Bibel immer wieder. Die Engel schützen nicht nur den Menschen und erinnern sie an Gottes Willen, sondern sie loben Gott. So steht es in den Psalmen vorwohl drin. Heilig, 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 so rufen die Engel immer wieder deinem großen Gott und Schöpfer und Erhalter der Welt zu. Und wenn es ins Lob Gottes geht, da gehört in der Bibel immer ein Sing dazu. Und das ist bestimmt ein ganz großer, festlicher Chor mit vielen Stimmen und Instrumenten. Es singen, wie wir es noch nie gehört haben und uns noch gar nicht 8-4 stellen können. Beim Juden gibt es die Überlieferung, dass die Engelchöre 32-stimmig sind. Das machen unsere Chöre auch manchmal, auch wenn es nicht in Noten steht. Aber dort muss es so sein, bei der Engelchöre, und es klingt richtig schön. Und in der Weihnachtsgeschichte ist ja ganz interessant, da reden die Engel und singen, und dann dauert es gar nicht lang, da fangen auch die Menschen an, ein Lied zu singen. So geht es zuerst der Maria. Der Engel hat ihr die Geburt vom Heiland, vom Erlöser angekündigt, ganze zur Welt bringen soll. Und dann stimmt die Maria ihr großes Loblied an. Meine Seele erhebt den Herrn. Und wo die Hirten von dem hellen Licht aus dem Himmel aufgeschreckt waren, da hören sie zuerst den Engel sagen: Ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann aber erfahren wir, dass alsbald bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen war. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Da stelle ich mir so viel drunter vor, dass all unsere Engelchöre und Kapellen aus Holz, ja, die größten richtigen Chöre, wie der Fischer, wie die Fischerchöre und so weiter, gar nicht verglichen sein. Und die Menge der himmlischen Heerscharen, die loben Gott und singen Fascheln, die wir alle kennen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und Menschen wohlgefallen. Und da machen sich die Hirten auf den Bach und finden das Kind in der Krippe, das der Erlöser ist. Und wie sie es gesagt haben, da heißt es nur auch von den Hirten, sie loben und preisen Gott für alles, was er der Engel angekündigt hat. Und was sie nun mit ihren eigenen Ahnen sagen konnten. Und so wie es schon bei der Maria war, sei auch den Hirten so in ihrem Herzen erfüllt, dass sie mehr noch singen für lauter Fred und Dank im Herzen. Sie loben und preisen Gott für alles, was ihm der Engel angekündigt hat und was sie mit echten Ahnen sagen können.
Und nun ist das ganz Schöne, das Lied, das der Engel Salomo gesungen und das er bei der Maria und bei den Herren ausgelesen haben, das ist immer weitergetragen worden. Die Christenheit hat zu allen Zeiten gesungen und besonders zur Weihnachtszeit. Wo Maria ihr Lobgesang und das Ehre sei Gott in der Höhe wurden immer wieder gesungen. In den Klöstern haben sie jeden Tag das große Danklied von der Maria dargestellt. Und Gar für Gar wird in den Gottesdiensten das Ehre sei Gott in der Höhe gesungen. In fast jedem Gottesdienst klingt es auf, Ehre sei Gott in der Höhe. Die zwei Lieder seien ein Stück Weihnachten, das ganze Gar eben. Und so ist in jedem Gottesdienst das Label Weihnachten mit dabei. Deshalb freue ich mich auf jeden Gottesdienst, der noch so gut besucht ist wie heute, aber auch dann, wenn vielleicht bloß nur Zahnleid beieinander sind. Aber der Gottesdienst ist immer erfasst für mich in meinem Herzen. Und ganz besonders sing und kling war ich immer in der Weihnachtszeit in den Kirchen. Seit 500, 600 Jahren waren wir mehrere in Dulci, Jubilo, Schwembass, wo die Kinder so in Gruppen zusammen singen und von Himmel hoch, da komme ich her, gesungen. Und man spürt in ihre besten und schönsten Wort und Melodien, haben die Musiker die Freude von Weihnachten erklingen lassen. Und ein Lied in unserer deutschen Sprache zur Weihnachtszeit, unter ganz traurigen Verhältnissen entstanden, das ist wie ein Band in die ganze Welt zur Weihnachtszeit. Und wir wissen, was gemeint ist, das Lied von der stillen Nacht. Ich war schon nicht vergessen, wofür Gorn hier in der Kirche mal die Weibsen von Diplomaten aus 24 Ländern saßen. Hier betrieben hatten sie ihren Platz. Und die meisten konnten in ihrer Sprache das Lied von der stillen Nacht mitsingen. Das hat schon mein Herz berührt. Und in all den Liedern kostet die Botschaft von Engelherrn, Eich ist heute der Heiland geboren. Christ, der Retter, ist er. Und Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Himmel. Und wenn er manchmal ein wenig versteckt, klingt es auch durch unser Erzgebirgslieder. Wenn wir im Rachamannelied singen, steigt der Himmelsfrieden. Da ist auch was von dem ganz großen Frieden gemeint, von dem wir Engel singen. Und wenn uns der Kinderandrum zuruft, ihr Leibe freit euch alle, da kommt auch von da Fred was mit Riemer, von da der Engel. Und wie kann das trösten, wenn der Lang Erich aus eurem Hau in seinem Lied von Bagmar singen haben vorhin die Melodie gehört? Denn ich weiß noch, jeder Glob klingt befeiert. Ja, da möchte man sogar dran denken, noch aller Glob im Lahm und in der Wald könnte mal der große Feiertag der Ewigkeit. Singe ne Engel gleich zu Bonners Hall. Die Lieden, das sei wie kleine Lichten, die uns den Weihnacht und unser ganzes Leben hall machen. Unsere Weihnachtslieder, sie singen uns die Botschaft ins Herz, dass der Retter geboren ist. A für mich und dich. Sie helfen zu manchen, fest im Herzen zu behalten, was da an Weihnachten geschehen ist. Und ich denke da auch an die Leute, die gar nicht nach viel mit der Kirche zu tun haben. Aber zu Weihnachten kommt auch bei dann durch die Lieder Wärme und Frieden ins Herz. Und das ist doch was Wunderschönes. Ich mag es auch an die alten Leute, die manchmal ganz schön durcheinander seien im Heim. Mitunter ihre Orgelhärchen nicht mehr erkennen. Aber beim Singen, da seien sie
vorbei. Die Verse und die Melodien, die sie als Kinder gelernt haben, die können sie mitsingen. Und die bringen Leichen auf ihr Gesicht. Ganz oft höre ich schon erlaubt. Unsere Weihnachtslieder, sie bringen uns zusammen, sie schaffen Gemeinschaft. Das erlaube ich immer wieder in der Schule. Da habe ich ja auch manchmal zu tun und manchmal seien die Brezeln kaum zu Menschen. Aber wenn du diese Weihnachtslieder singst, da machen sie mit und da kennst du gar nicht genug dafür kriegen. Und da mahne ich, wie wichtig das gemeinsame Singen ist. Und vor ein paar Jahren, da trafen sich bei uns mal die Freunde von unserem Gung. Sie wollten eigentlich ein Bier miteinander trinken und da erwischten sie ein bisschen mit Weihnachtsliedern. Und letztlich ging es gar nicht mehr ums Bier, sondern da wurde bald das ganze bisschen Weihnachtslieder durchgesungen. Und alle sagen sie, das wäre heute aber ein schöner Abend gewesen. Ja, weil die Lieder so wichtig sein drin, wollen wir sie in Ehren. Wollen sie so oft wir es kennen, kräftig mitziehen, der Karch und der Händler. Und wir wollen ja darauf achten, dass uns niemand in den Weihnachtslieder zu der Wind kommt. Das haben ja die braunen und roten Verbraucher gerne gemacht. Die guten alten Weihnachtslieder waren allen Wegen ein Dorn im Auge. Sie wollten sie verbiegen oder imdichten. Wahrscheinlich, weil sie wussten, wie wichtig sie seien, die alten Lieder von der Christgeburt. Gucken wir sie noch einmal an, unsere Engelkapelle. Sie will uns zurufen, komm, steh mit ein in den Liedern zu Gottes Ehren und für das Seel von uns Menschen. Denk dran, was für ein Schatz sie sei, wie sie die Botschaft weitertragen und im Herzen festmachen, wie sie zusammenfieren und zusammenhallen und auch Dresden kennen. Ja, der Engelkapelle singt und spielt ihr's gar für gar wieder ins Herz. Lasst uns frohlocken zur Weihnachtszeit. Singe ne Engele klein. Amen.
Dank geworden, Michael, dass du heute deinen Gottesdienst mit uns gestaltest. Herzlichen Dank, liebe Claudia, dass du jeden Sonntag an der Orgel sitzt. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert hast, gestern vor 10 Jahren bist du eingeführt worden als Kantor hier in Zeit. Freuen wir uns, dass wir dich haben. Aber endlich insgesamt hast du schon 20-jähriges Dienstjubiläum. Das war dies Jahr auch gefeiert, denn du warst ja vorher schon in Wolken stehen. Und hier hast du auch nebenamtlich schon ganz viel mitgemacht. Ganz herzlichen Dank für alles, was du bei uns machst und mitbewegst. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, meine lieben Leute, nun ist es da das neue Jahr. Ein Zentrum ist schon Februar. Ein neuer Anfang nur gemacht. Es braust der Sturm in kalter Nacht. Jedes neue Jahr bringt neue Last. Viel neue Vorsätze waren gefasst. Doch die hallen meist bis zum neuen Jahr. Der Rest fliegt weg im Januar. Im Schrank noch aller toller Stühle, die Kinder auf den Ruscheln holen. Vom Christbaum die Tangeln auf den Teppich landen, verdrucktes Kerzenwachs macht man nichts zu schanden. Rad machen war Pflicht, das geht frei laut. Zum letzten Mal gibt's Bratwurst und Sauerkraut. Im Stiebel wird's wieder, wie es immer schon war, aber drinnen im Herzen, da bleibt Hoffnung, denn in einem dreifachen Jahr kommt wieder Advent, kommt die Weihnachtszeit und dann wird alles wieder so wie in der letzten Zeit. Ganz verstohlen zieht dort Adventszeit auf. Aber heute zerlicht Meister Herdmanns auf. Und wir singen jetzt andere Lieder. Doch Leid, seid nicht traurig. Weihnachten kommt wieder. Thank you.
Nun wollen wir miteinander singen unseres Herrn mit Neinam dann und die Zeit, die wir uns geben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.